Christopher N. bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Ein thailändisches Gericht in Bangkok ordnete am Samstag an, dass der mutmaßliche Kinderschänder weitere 12 Tage in Gewahrsam verbringen soll. Für weitere Befragungen, sagte ein Polizeivertreter in der thailändischen Hauptstadt. Auch der Prozess soll ihm in dem südostasiatischen Land gemacht werden. Wenn Interpol ihn haben will, dann müssen sie einen Antrag stellen. Wenn er in Thailand beschuldigt wird, dann werden auch die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren hier stattfinden, bis der Fall abgeschlossen ist. Bei einer Verurteilung drohen dem 32-jährigen Kanadier bis zu 20 Jahre Haft. Christopher N. bestreitet die Vorwürfe, Kinder in Thailand sexuell missbraucht zu haben. Darüber hinaus habe er sich bislang nicht weiter geäußert, teilte die Polizei mit. Ihm wird vorgeworfen, sich auch an mehreren Jungen in Vietnam und Kambodscha vergangen zu haben. Seine Familie in Kanada rief der mutmaßliche Kinderschänder auf, ihm zu helfen. Sie sollen sich um mich kümmern und sehen, dass ich hier rauskomme. Helft mir raus. Sein Bruder sagte jedoch, er sei erleichtert, dass Christopher in Untersuchungshaft sitze. Am Freitag hatten die Ermittler den 32-Jährigen nach wochenlanger Fahndung festgenommen. Über das Mobiltelefon seines thailändischen Liebhabers war die Polizei auf Christophers Spur gekommen.